Endlich rückt der gemütliche Herbst näher und das bedeutet, dass bald wieder Zeit für Kerzen ist, aber doch nicht für irgendwelche, denn ich zeige euch heute, wie ihr eure selber gestalten könnt. Let's go! Ihr benötigt nur Stabkerzen, Pinsel und Teelichter in verschiedenen Farben. Nachdem ihr die Teelichter angezündet habt, könnt ihr mit dem flüssigen Wachs anfangen zu malen. Bei der Gestaltung seid ihr also komplett frei. Ich finde, diese DIY-Idee eignet sich besonders für kalte Tage, wenn man mal mit seinen Freunden zu Hause was unternehmen möchte. Zugegebenermaßen bin ich nicht so künstlerisch begabt, aber man erkennt, glaube ich, trotzdem, was das Würziges sein soll. Was würdet ihr auf eure Kerze malen? Schreibt es in die Kommentare.